Hi, wir sind heute live im 25 im Dachboden und wir sind wieder back to life. Und ich habe hier Sinica Monte bei mir. Möchtest du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin Sinica Monte, ich bin 19 Jahre alt und bin Singer-Songwriter aus St. Pölten. Für alle Künstlerinnen war es jetzt eine lange Zeit. Wir waren jetzt nicht viel on stage, oder? Ja, also nicht viel. Ist es jetzt für dich ganz neu oder musst du dich jetzt, also oder ist es für dich jetzt wieder Routine, so da hier zu sein? Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht so viele Gigs gehabt und ich glaube, das ist einer der größten Gigs, hier zu sein heute. Also ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein heute. Ich will schon öfters mehr performen jetzt und ich glaube, ich muss mich hier dran gewöhnen, dass ich mehr performe und so. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder mal... Also performen macht ja Spaß. Voll. Also es ist dein Ding. So. Ja, voll. Also bist du eher so eine, die so lieber so am Klavier so dein Songwriting machst oder bist du dann... Oder freust du dich noch mehr dann auf der Bühne zu stehen wie heute? Ja, ich fühle mich viel besser, wenn jemand mich begleitet immer. Weil da kann ich mich komplett auf die Stimme fokussieren und ja, voll. Es ist zum Beispiel bei mir ganz anders. Also wenn ich das Sagen habe, dann bin ich viel zufriedener. Also zufriedener? Ja. Also sehr zufrieden. Yeah. Weil wenn dann jemand begleitet, dann bin ich so, nein, warte, spiel dann so. Yeah. Aber es bei jedem anders. Aber ich glaube, so auf der Bühne, dann freut man sich, wenn man sich auf sich konzentrieren ja, kann. Voll. Und wie ist das jetzt so mit Songwriting? Bist du während Corona vorangekommen oder war das eher für dich ein Riesenstein in deiner Karriere? Die ersten paar Monate waren sicher schwierig, wir durften nicht ins Studio und so, aber wir sind trotzdem vorangekommen. Wir haben damals einen Song produziert und das ist ziemlich schnell vorangekommen, aber wir haben dann mit dem Release ein bisschen gewartet, weil eben mit Corona und so. Und ja, im Songwriting auch ist vorangekommen. Ja. Ich war sehr, sehr fleißig in der Quarantäne. Hast du sehr über Gefühle geredet oder eher so, hast versucht, das Positive noch zu sehen, weil es war ja für viele Künstlerinnen keine leichte Zeit eigentlich. Ja, oder war es für dich positiv? Ich glaube, es war eine extrem gute Zeit zu reflektieren, was in den vorigen Jahren so passiert ist und so. Und da habe ich auch einfach Songs drüber geschrieben, wie es mir halt damals ging, das zu verarbeiten alles. Ja, ja, da war Corona ganz... Voll. Ganz praktisch. Ja, voll. Du hast dir sehr früh angefangen zu schreiben, hast du mir ja mal erwähnt. Wie ist das für dich? Siehst du das so, dass es dir was gebracht hat, dass du so früh angefangen hast mit dem Ganzen? Oder ist die wahre Entwicklung erst jetzt gekommen? Ich glaube, mit 12 habe ich viele Songs geschrieben, die sehr oberflächlich sind und sehr so... Ich hatte keine Ahnung, um was ich genau singe und so. Ich glaube, die wahre Entwicklung ist, als ich meinen ersten Song rausgebracht habe, It Ain't You, da habe ich keine Ahnung von Musik gehabt generell, so produzieren, mixen. Bei dem ersten Song hast du keine Ahnung? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, was ein Producer ist damals. Das war echt aber es klingt so super. Ich habe mir das angehört. Ich mag es überhaupt nicht, aber danke. Ja, das wollte ich fragen. Und zwar, wie weißt du, dass ein Song wirklich zu Ende ist? Also, dass du jetzt sagst, okay, jetzt... Gehe ich jetzt ins Studio und jetzt bin ich bereit, um das in die Welt zu schicken? Es ist schwierig, es ist immer unterschiedlich, weil wenn man einen Song produziert, gibt man so viel dazu und dann nimmt man wieder Sachen raus und dann gibt mehr dazu, dann kommen Stimmen, dann noch Harmonies drauf und tausende Sachen und dann weiß man nicht genau, wann man enden soll, aber irgendwann gibt es schon so einen Zeitpunkt, wo man sich so denkt, okay, jetzt reicht's, wir müssen aufhören, wir müssen das zum Mixing schicken und zum Mastering. Du warst ja bei zwei Songwriting-Contests. Wie war das für dich? Hast du da viel dazu gelernt und hast dich da weiterentwickelt oder wie war das für dich? Ja, vor allem, ich war bei The Voice. Bei The Voice? Bei The Voice of Austria. Ah, also, cool. Das ist ein kleines, im Fischer Park in Wiener Neustadt. Ich bin in der zweiten Runde ausgeschieden, ja. Weil ich war 16 damals, die haben mir damals gesagt, dass ich zu jung bin. Ja, aber ich habe nichts dabei gedacht, weil da hat mich dann... ein Produzent angeschrieben und hat mich in die Schule eingeladen und meine erste Single produziert. Also das hat dir schon was gebracht, ja, so bei sowas mitzumachen, ja, weil ich denke mir dann immer so, ja, wenn ich da mitmache, das ist ja auch sehr viel Stress eigentlich, wenn man sich in die Welt, sagen wir mal, setzt. Ja, Fischepark. Also man muss sich ja irgendwie präsentieren und so und ich denke mir halt so, schaffe ich das überhaupt und so. Du hast ja, welchen Song hast du da Ich habe Covers damals gesungen. Ja. Von Amy Winehouse habe ich einen Song gesungen. Ich liebe sie. Ja, und von, das weiß ich nicht mehr, irgendeinen Song noch, von Ariana Grande.
Ich bin ein riesen Ariana Grande-Fan. Ja? Hast du auch sehr, nimmst du auch sehr viel Inspiration von anderen KünstlerInnen? Ja, besonders von Ariana Grande eigentlich, weil mit ihrer Stimme, sie kann extrem viel, so Runs und Riffs. Und ja. Es ist echt, ich versuche die meistens so mitzusingen und nachzusingen. Und so übe ich das dann auch, so die Runs und so zu machen. Also von ihr habe ich extrem viel Inspiration genommen. Hast du gerade so, weil du ja über KünstlerInnen redest, hast du gerade jemanden, wo du so sagst, oh mein Gott, ich habe jemanden entdeckt oder so? Oder bist du eher so, schaust du eher so von deinen Freunden und von deiner Umgebung und so, was sie hören? Oder findest du dann auch manchmal Schätze und so, die dich inspirieren so? Ja, also ich finde eigentlich ziemlich selten Artists, die ich wirklich so richtig geil finde, wo jeder Song wirklich cool ist. Ja. Das kommt sehr selten vor. Es gibt natürlich Artists, wo ein Song cool ist, aber der Rest ist halt nicht so. Ja, das ist oft so. Jetzt mit TikTok und alles. Voll. Das ist ja oft so, wenn ein Song, sagen wir mal, viral geht, dann denkst du dir, wow, das ist cool. Ja. Da habe ich was gefunden. Aber das geht erst so ins Ohr. Man muss so 5 Minuten mal anhören und dann ist es immer so cool erst. Und dann ist es cool. Dann gehst du auf Spotify, hörst es dir an und dann denkst du dir, what the fuck? Ja. Yeah. Was habe ich hier? Das höre ich mir doch sicher nicht an. Ja, voll. Gestern war ja ein kompletter Ausfall mit Social Media. Hast du es mitbekommen? Ja, voll. Das war mehrere Stunden. Ja, das ging den ganzen so Tag. World Peace. Ja, hat dir das gut getan? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so viel auf Instagram. Oh ja, ich bin schon viel auf Instagram. Aber ich war dann sehr viel auf TikTok einfach und das reicht schon. Aber TikTok hat geklappt, TikTok ja? hat geklappt, ja. Und Twitter auch. Aber zum Beispiel als Künstlerin ist es ja jetzt so, dass du, wenn du wirklich in der Welt groß sein möchtest, musst du ja jetzt aktiv auch sein, ja. Genau, musst du aktiv sein. Wie findest du das? Also du musst ja nicht mal mehr super gut bei Songwriting und Singen sein, sondern du musst auch super also Persönlichkeit zeigen in Social Media sein. Stört dich das sehr oder ist das im Flow so drin? Ich bin ein sehr großer Perfektionist, also ich glaube immer, jedes Post muss super ausschauen, ich muss gut ausschauen, alles muss lustig sein, alles muss so perfekt ausstrahlen. Also im Endeffekt ist es eigentlich voll wurscht, man muss einfach sich selber sein und ich versuche das echt voranzubringen, dass ich mehr von meiner Seite, also von meiner Nicht-Fake-Seite oder meiner Nicht-Fassaden-Seite, wo ich mein perfektes Leben oder wie auch immer sage. Ja. Man sieht immer auf Instagram so Artists, wo ja, die haben ein riesen Haus, 5 Millionen Autos und so. Und das ist so. Das nicht hat nicht jeder, eben, also fast niemand. Ja, voll. Eben, aber ich glaube, heute wirst du extrem authentisch sein, weil heute jetzt beim Interview kommst du schon super natürlich rüber. Dankeschön. Und super sympathisch. Also das Interview war sehr nett mit dir und ich freue mich schon sehr auf dein Konzert. Ja, ich mich auch. Ich bin so nervös. Das wird sehr cool. Singst du viel heute? Also viel, wie viele Gigs hast du heute? Wie viele Gigs. Songs? 7. 7? Okay, ich freue mich schon sehr drauf. Okay, das ist Selika Monte. Ich freue mich sehr, dass du bei mir warst. Ja, und danke. Ich hoffe, wir hören sehr viel von dir, auch im Radio. Ja, und alles, überall. Danke. Not to see you so full. Lights down low, driving slow, hose on toe. Man findet mich auf Instagram, Facebook, überall, wo es eigentlich Social Media gibt, also TikTok auch und unter Selika Monte und auch auf Spotify, iTunes und überall, wo es Musik gibt, kann man mich auch hören. Und dann. You're such a slayer alive.